Handtasche, sondern ich trage immer einen Rucksack mit mir herum. Und meine Kinder und mein Mann, die machen sich schon ein bisschen lustig über mich, was ich alles immer dabei habe, weil ich für alle Situationen gewappnet sein möchte. Das heißt, in meinem Rucksack befindet sich noch eine kleine Tasche und da sind so nützliche Dinge drin wie Pflaster und eine kleine Rolle Klopapier und Bonbons und eine Schere. Außerdem habe ich natürlich immer Stifte und ein Notizbuch dabei, manchmal auch einen kleinen Regenschirm, also alles, was man halt so brauchen kann. Und heute möchte ich dich anregen, doch einmal deine Tasche zu leeren oder deinen Rucksack oder was auch immer du mit dir rumschleppst. Vielleicht ist es auch nur ein kleines Federmäppchen oder irgendwas. Einfach mal zu leeren, wieder durchzugucken. Brauche ich das überhaupt noch? Habe ich das schon lange nicht benutzt? Ist das noch notwendig? Und das, was du da ausgekippt hast, zu zeichnen. Entweder du machst das wie am Anfang, indem du das umrandest und damit spielst, oder du zeichnest das wirklich ab. Und wenn es besonders viel ist, wie bei mir, dann zeichne halt nur einen Teil. Also ich leere meinen Rucksack aus und schaue einfach, welchen Teil davon ich zeichnen möchte, weil sonst würde möglicherweise das Blatt überhaupt gar nicht ausreichen. Und guck einfach mal, ob die Gedanken dazu kommen, Geschichten dazu kommen, ob du vielleicht eine Eintrittskarte dabei hast zu irgendwas, einen Schlüssel, der dich an irgendwas erinnert und was dann daraus wieder für Geschichten und Erinnerungen entstehen. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Aufgabe und gleichzeitig beim Aufräumen deiner Tasche oder deinem Rucksack.